zum Friseur geht. Harald Schmidt. Guten Abend, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist auch im neuen Jahr Tommy Egner. Ich bin der Gastgeber. Vielen Dank. Sehr freundlich. Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, ein erfolgreiches, ein gesundes 96. Das habe ich so oft gehört. Ein gesundes 96. Hauptsache, man bleibt gesund. Alles andere kommt von selbst. Und Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. Ich habe auch wieder unseren Campanile begrüßt, den Turm in Frankfurt. Und viele Zuschauer, die mitdenken, haben gesagt, warum ist der Turm abends hier? Er steht doch in Frankfurt. Tagsüber in Frankfurt, abends hier. Sat.1 schiebt den Turm abends aus Frankfurt hier rüber. Und nach der Show zurück. Das bleibt auch im neuen Jahr so, meine Damen und Herren. Immer wenn ich selbst am lautesten lache, dann war es besonders lustig. Und für mich ist es unfassbar. 96, 95 haben wir angefangen. Das heißt, wir sind bereits 2 Jahre auf Sendung. Wer hätte das gedacht? Danke an dieser Stelle Ihnen, meine Damen und Herren. Denn wenn Sie nicht jeden Abend hier zur Stelle wären, dann wären wir weg, 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 weg. Und so viele Shows wären in diesem Jahr einfach weg, 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 weg. Und das Schlimme, die meisten, die es betrifft, wissen es noch gar nicht. Das ist, Helmut, meine Sydney Rome Krawatte, ja? Du erinnerst dich, am letzten Abend des alten Jahres hat mir Sydney Rome diese Krawatte geschickt. Rot mit Delfinen. Heute trage ich sie, weil Sydney Rome, she can see us in Rome over Kabel, over Schüssel. She has a Schüssel on her roof. Und 1996 wird ein ganz tolles Jahr. 3 große Tourneen stehen bevor. Madonna, Michael Jackson und der Papst in 96 auf großer Tournee. Und der Papst trainiert bereits. Hey, nomine Padre, I love you. Ruhe! Was denn? Madonna, Jackson und der Papst, das Motto der Tournee, the good, the bad and the ugly. 1996, meine Damen und Herren. Das ist das Jahr der Rentner. Deshalb auch an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe ältere Zuschauer. Und kommen Sie ruhig ein Stück näher. Mit diesem Anzug kann ich jederzeit sofort abreisen, wenn es einen Kollegen erwischt. Weißt du? Sofort stelle ich mich hin und sage, wir nehmen Abschied. Das ist das Tolle. Immer zweiseitig denken. Ja? Wer? Um Gottes Willen, hat er doch täglich. Wir nehmen Abschied. So, meine Damen und Herren, 1996 wird es zum ersten Mal mehr Zivildienstleistende als Soldaten kriegen. Sie wissen, Zivildienstleistenden, die Langhaarigen, die im Park schieben. Und ich selber habe auch Zivildienst gemacht. Aus politischen Gründen, ich hatte keinen Bock auf Bund. Und die haben mich von so einem Schneuzer da schikanieren lassen, oder? So einem Arschbackengesicht mit hochrasierten Koletten einfach sinnlos Liegestützen machen lassen. Nein, ich habe im katholischen Pfarramt Urkunden ausgefüllt. Nicht immer die, die ich hätte sollen, aber ich habe Urkunden ausgefüllt. Und viele Menschen sagen, ich gehe zum Zivildienst aus Gewissensgründen. Sie können es nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren, sich 10 Monate lang sinnlos zu besaufen. Ja. Das haben Wissenschaftler erforscht, meine Damen und Herren. Der Hauptgrund für Ehekräche ist die Kindererziehung. Und den größten Krach gibt es immer dann, wenn Papi feststellt, dass er die Kinder vom Nachbarn erzieht. Viele fragen sich,
Darf man Kinder schlagen? Ich weiß auch nicht, meine Damen und Herren, manche sagen so, manche sagen so. Darf man Kinder schlagen? Am besten wir fragen einen Experten. Servus, Prosit 96. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Darf man Kinder schlagen? Denkt drüber nach und schreibt uns. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich zusammennimmt. Es ist schrecklich, wenn es vor den Kindern immer heißt, wenn Vater und Mutter sich anschreien, sag doch nicht Arschloch vor dem Kind, du blöde Sau. Nicht? Das ist das größte Problem. Ich habe den Eindruck, dieses Jahr sehe ich noch besser als im alten Jahr. Antiautoritäre Eltern haben immer das Problem, ja, dass sie sich gegenseitig vorwerfen, warum hast du mir nicht geholfen, als er mich verprügelt hat? Heute Morgen habe ich welche Zeitung gelesen, Helmut? FAZ. Die FAZ jeden Morgen, weil ich wissen muss, ist unsere Wirtschaft noch zu retten? Und da war ein großes Interview mit, ja gut, sicher Franz Beckenbauer. Und Franz Beckenbauer hat gesagt, Jürgen Klinsmann hat sich beschwert, dass der FC Bayern 1,5 Stunden zum Trainingslager fährt. Ja, vor jedem Spiel nach Rottach-Egern. Und er hat gesagt, andere Leute wären froh, weil, und das wusste ich nicht, beim FC Bayern im Trainingslager ist das Essen frei und die Übernachtung. Und früher waren sie 2 Tage im Trainingslager beim FC Bayern. 2 Tage vor jedem Heimspiel. Warum? Weil sich Chick Tschaikowski zu Hause gelangweilt hat. 2 Tage Trainingslager. Und der Franz hat gesagt, viele Spieler haben kleine Kinder zu Hause und wenn die nachts schreien, dann kann man ja nicht auf den Balkon gehen. Das stimmt, Franz. Die Spieler nicht, aber die Kinder. Hallo, Dolly. Weißt du, Helmut, das Schöne für mich ist, wir sind auch in diesem Jahr wieder die Sendung mit dem Swing. Schaut für meinen Gefangenen ein bisschen zu schräg. So steht er, glaube ich, besser. Das ist wichtig. Wissen Sie, die kleinen technischen Details sind sehr wichtig, dass dieser Monitor so steht. Versöhnung bei Töpperwins. Einer geht noch. Rolf Töpperwien hat sich mit seiner Frau versöhnt, kurz vor Silvester. Sie haben ja nur eine Wohnung. Und er hat Reue gezeigt. Er hat ihr was Tolles geschenkt. Wirklich eine Riesensache. Eine Spülmaschine. Schatz, ich war im Puff, es tut mir so leid, hier ist die Spülmaschine. Ja, und ist toll. Und er hat ihr ein Buch geschenkt von Rosamunde Pilcher. Von Bestseller-Autorin Rosamunde Pilcher. Ich glaube, Muschelsucher. So heißt das Buch. Die Muschelsucher. Ein Versöhnungsgeschenk von Töppi an seine Frau. Es gab dann am nächsten Abend ein bisschen Schwierigkeiten, weil er hat zu ihr dann im Schlafzimmer gesagt, akzeptierst du auch Kreditkarten? Ich stelle übrigens abends, wenn ich die Sendung auf Video kontrolliere, weil da es ja live ist, kann ich es ja nicht sehen, stelle ich fest, dass ich manchmal so einen starren Blick habe hier am Anfang. So ein bisschen was Irres. So als ob mir bald die Stadtwerke die Rechnung erhöhen, weil sie sagen, die Sicherung ist durch. Wenn Sie das auch feststellen, schreiben Sie mir es bitte, weil es wäre schlimm, wenn es im neuen Jahr passieren würde, oder? Anke, das ist Anke. Schön, dass du hier bist, auch im neuen Jahr. Anke Könemann. So. Meine Damen und Herren, heute Abend ein Programm, wie man es besser nicht haben könnte, zum Start ins neue Jahr. Gäste heute Abend, die Moderatorin des erfolgreichsten Frauenmagazins im deutschen Fernsehen, Petra Gerster, heute Abend bei uns zu Gast. Dann manchmal stehe ich jetzt nachts auf, weil ich Angst habe, mir kleben die Hände zusammen. Das ist so eine Neurose von mir. Ich stehe nachts auf und Gott sei Dank ist so. Das sind so Ängste, das ahnen Sie nicht, was man in diesem Beruf für Ängste hat. Und heute Abend ebenfalls hier der Sänger der Toten Hosen, Campino. Und wie jeden Abend, auch in diesem Jahr, meine Damen und Herren, unser lieber Freund, das blonde Gift von Köln, Helmut Terlet und Ben. Unser Silvester war schön, oder?
Ja, ich bin jetzt noch müde. Helmut und ich haben zusammen Silvester verbracht und es waren unglaublich viele tolle Frauen da. Und wir hatten ein großes Schloss gemietet und es hat sich richtig gelohnt. Also, es war so schön. Für unser Leben, sei Gerade eben war Birgit Schrowange hier, hat mir Wasser über das Zeitung geschüttet. Ja, aus Protest. Dabei haben wir in dieser Zeitung eine tolle Annonce entdeckt, meine Damen und Herren. Und zwar sucht jemand Karten für die Harald-Schmidt-Show. Können Sie es lesen? Ja, samstags. Er sucht für samstags Karten für die Harald-Schmidt-Show. Und ich finde, ihm kann geholfen werden. Ich rufe ihn gerade mal an. Die Fragen sind mir auch ein bisschen durchgeweicht. Besetzt. Ist besetzt. Ich rufe später nochmal an, oder sollen wir warten? Es ist besetzt. Könntest du mal laut geben? Na, ich probiere es nochmal. Wer telefoniert denn da jetzt noch um kurz nach 11? Ich hoffe, das trocknet mit den Fragen während der Sendung, sonst wirkt das Gespräch vielleicht ein bisschen verwässert. Diese Silvesterfeier, weißt du, was das Tolle für mich war? Als dann dieses große Buffet kam, weißt du, und diese Big Band. Ich hab's, die ganze Nacht habe ich noch dran gedacht, wie das wohl genau war. Da sind wir ja schon wieder, meine Damen und Herren. Sie wissen, die Modelbranche wird immer härter und es gibt ja jedes Jahr diese Wettbewerbe Look of the Year. Schau mal ins Jahr. Und wir können Ihnen jetzt bereits das Gesicht des Jahres 96 präsentieren. Aus Berlin, Supermodel Horst Ebauer. Namen Post! Vielen Dank. Ja, rhythmisch klatscht das Publikum hier mit in unserem schönen Theater. Und mein wichtigster Vorsatz für 1996 ist wirklich, ich möchte zu den Menschen nett sein. Ich möchte zu den Menschen nett sein. Mit kleinen Gesten möchte ich einmal sagen, danke. Und am besten fange ich gleich heute an, am zweiten Tag des Jahres. Tee! Vielen Dank, Tee. Danke dir, Tee. Lieber Tee, auch für dich ein gutes Jahr. Schön abgebrüht sein. Danke, Tee. Und zwar möchte ich jetzt, wie das Tradition ist, mit diesen Blumen Leute überraschen, ja? Menschen, die es noch nicht wissen, die sehr wichtig sind hier für unsere Show. Und wenn Sie hier im Kapitol zu Gast sind, dann sind diese Damen im Grunde die Ersten, mit denen Sie Kontakt aufnehmen. Denn das sind unsere Damen hier an der Garderobe. Hallo, meine Damen. Hallo, ein schönes neues Jahr. Ja, ein kleines Dankeschön schon für alles, was Sie im letzten Jahr gemacht haben. Bitte schön. Hallo. Und hier, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Herzlichen Dank. Das sind unsere Garderobendamen hier. Schauen Sie mal, so werden bei uns die Mäntel betreut. Ja?
alles Gute. Sind die Herrschaften immer nett und zufrieden, wenn sie herkommen? Ja, alle sehr. Und sie machen das fabelhaft und sie sehen unglaublich offiziell aus. Darf ich mal einmal gucken, was die Herrschaften so hier, unser Publikum, was das im Schnitt, ob das viel Pelzmäntel sind oder was man da so trägt. Richtig. Aber man sieht, es ist doch gehobene Preisklasse. Ich würde mal sagen, ich nehme mal einfach 1, 2, 3, 4 Mäntel mit. Und mit einem kleinen Spiel werden wir im Saal die dazugehörigen Besitzer rausfinden. Ja? Bis gleich und vielen Dank. So. Das sind 4 Mäntel, meine Damen und Herren, die sich wirklich jeder leisten kann. Schick, aber nicht aufdringlich. Und hallo, da sind wir wieder. So. Jetzt haben wir hier 4 Mäntel bzw. Jacken und die wollen wir mal den Fernsehzuschauern ein bisschen genauer präsentieren. Wer sind die dazugehörigen Besitzerinnen oder Besitzer? Wem gehört dieser Mantel hier? Wer ist das? So, kommen Sie bitte einmal vor. Jawohl, Ihr Beifall. So. Wem gehört dieser Anorak? Wer ist das? Das ist nicht Ihrer. Schade. Ja. Wem gehört der Mantel? Wem? Das ist Ihrer. Hat man Ihnen jetzt erst gesagt, dass es Ihr Mantel ist? Ja? Meine Freundin sagt, wenn ich mal. Ist das Ihrer? Ja, ist mal. So, kommen Sie gerade mal hoch. Wir haben nämlich noch, wir wollen ein bisschen professionell präsentieren. Hallo, guten Abend. Hallo. Sie sind Herr? Stolzenburg, Martin. Martin Stolzenburg aus? Ja, Hamm. Aus Hamm. Ja. Das ist schön. Das ist ja. Nähe Üntrop. Genau. Jawohl. Ja. So, wem gehört dieser Anorak? Diese Lederjacke? Das sind Sie. Jawohl. Die Dame da hinten. Hallo! Können Sie die beiden gerade mal halten? Guten Abend, Sie sind Frau? Flick. Aus? Porz. Frau Flick aus Porz. So reich und bei uns in der Sendung. Große Klasse. Das ist Ihre Jacke? Ja? Einen Moment bitte. So, jetzt haben wir hier diesen Talar nach dem Motto, das Amtsgericht tagt. Wer ist das hier? Mit dem Schuppenfänger aus Filz? Wer ist das? Wem gehört dieser Mantel? Dieser Mantel gehört niemand? Nein? Wem gehört diese Jacke? Wem gehört diese Jacke? Das sind Sie! Jawohl! So. Hallo, Sie sind Frau? Völlig, Annette. Aus? Mörs. Aus Mörs am Niederrhein. Ja. Bitte schön. So, dieser Mantel, die Besitzerin traut sich nicht, ja? Das sieht mir doch nach besser verdienend aus und sagt, nein, ich lasse mich doch hier nicht zum Affen machen. Keine Papiere, nix drin. Es riecht nach, würde ich sagen, My Melody ist das. Geschenkpackung. Wem gehört dieser Mantel? Nicht hier? Ihnen auch nicht? Dann würde ich sagen, okay, Frankfurt oder wir kommen. Den legen wir hier ab, ja? Hängelst du ihn, Anke? So. So billig kommt man selten am Mäntel, aber ich kann es verstehen, aber wir werden das noch rausfinden, denn hinterher gibt es ja eine Reklamation und dann stehen wir mit der Kamera dabei. Ich fand das nicht lustig. Ja, das ist mein Mantel. Den habe ich abgegeben. Aber nicht, damit da Blödsinn gemacht wird, ja? Wenn das so weitergeht, ich schaue die Sendung nicht mehr. So, Sie drei haben das ganz toll gemacht. Jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie nach hinten gehen. Da ist unsere Maskenbildnerin. Die wird sich ein bisschen um Sie kümmern. Und dann machen wir eine kleine Modenschau, wo wir diese Mäntel und diese Jacken ein bisschen genauer vorstellen. Ja? Ja. Und Sie kommen hier als Model nachher wieder rein. Wäre das was? Schönen Dank. Bis gleich. Dass uns das nicht entgeht, wem der Talar gehört. Mit Samtkragen. So heißt, glaube ich, ein Düsseldorfer Getränk, oder? Samtkrägelchen. Ah, ja. So, ja, sowas ganz Hartes mit Kaffeebohne drin und so. Ganz heavy.
So, meine Damen und Herren, die Fragen sind trocken. Das ist Zeit für mich für den ersten Gesprächsgast. Ich freue mich sehr, dass Sie am ersten Tag der Sendung im neuen Jahr hier bei uns ist. Und ich habe vorhin gesagt, sie ist die Moderatorin. Sie wechselt sich ab mit Maria von Welser. Das korrigiere ich gleich vorweg. Denn natürlich weiß ich das, weil ich fast jede Sendung sehe. Die erfolgreichste Frauensendung im deutschen Fernsehen. Eine sehr, sehr, sehr attraktive Moderatorin. Herzlich willkommen, Petra Gerster. Herzlich willkommen, alles Gute im neuen Jahr. Das war eine schöne Begrüßung. Dass Sie jede Sendung sehen, finde ich zauberhaft. Hätte ich gar nicht gedacht. Wirklich sehr, sehr oft. Haben Sie auch die Sendung aus New York gesehen? 10. Dezember? Zum Teil. Mit interessanten Interviews, ja. Ja. Ich werde jetzt nicht nachrecherchieren. Ne? Nein, aber die Leute schauen sie aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Also ich sage es ganz ehrlich, schauen Sie? Ich schaue auch manchmal, weil ich herzlich lache. Ja? Wenn eine Sokette geraucht wird auf dem Plüschsofa, ja, oder, und dann habe ich nur noch Schläge gekriegt. Die Männer haben nur noch Schläge gekriegt. Auch die Frauen. Ich habe rausgeschmissen, da hast du recht gehabt, jetzt zahlt er nicht, ich habe verklagt. Ja. Aber es ist, ja. Das ist das Leben. Da kommen wir nicht mehr rein. Das Tolle ist, und das ist wirklich so, alle Altersgruppen von Frauen und auch sehr viele Männer schauen die Sendung an. Ja, 40% Männer. Ja. Tatsächlich. Ja. Und Lachen ist auch nicht das Schlechteste. Wir bilden ja das Leben ab. Wir zeigen das Leben. Ja, gehört dazu. Oft wünscht man sich, das Leben wäre so, dann hätte man es einfacher. Es ist sehr erstaunlich, weil wir uns immer Gedanken machen und denken, wir haben zu viel ernste Themen und zu viel Ekel, Abscheu und Empörung und irgendwie im ZDF sitzen, jetzt muss mal wieder Mode kommen oder irgendwas Leichtes. Und Sie sagen, Sie können lachen, finde ich wunderbar. Also das bestärkt uns. Große Bandbreite machen wir weiter. Also ich bin, sagen wir, man sollte vielleicht über manche Sachen nicht lachen, aber ich sehe es natürlich mit so einem leicht ironischen Auge. Aber es ist eine Sendung, die wirklich also von vielen Männern auch geguckt wird. Mhm. Weihnachten haben Sie erfolgreich verbracht? Etwas erschöpft jetzt, aber erfolgreich, ja. Alles gut geklappt? Alles gut geklappt, ja. Es war relativ friedlich, ja. Keine Katastrophen, nichts? Kleinere Katastrophen. Der Adventskranz hat gebrannt, aber das war nur nicht weiter tragisch, nichts passiert. Ich habe so einen Sicherheitsstick und seit Jahren muss ich Hohn und Spott über mich ergießen lassen von meinem Mann, weil ich darauf bestehe, dass unter dem Weihnachtsbaum, der echte Kerzen bei uns hat, ein Eimer mit Wasser steht. Das finde ich vernünftig. Diesmal habe ich nachgegeben, dachte, sei nicht hysterisch, Mädchen, ist noch nie was passiert, also wird auch diesmal nichts passieren. Was hat gebrannt? Der Adventskranz hat gebrannt. Er wollte das schönste Sofakissen draufwerfen. Ich habe ihn gerade noch zurückgehalten mit vereinten Lungenkräften, also sind wir der Sache Herr geworden. Und haben Sie Wasser drüber geschüttet? Nein, es war ja kein Wasser da. Ja, ich irgendwo schnell geholt. Nein, wir haben gepustet, es hat gereicht. Ich kenne auch, also wir hatten das früher zu Hause auch, jetzt haben wir Elektrokerzen aus Zeitgründen. Weil wegen ich muss der ja Kinder wahrscheinlich. Nee. Deswegen, die Verwandtschaft streitet sich immer und sagt, es müssen Elektrokerzen her, ich stehe auf echten. Nein, nicht wegen der Kinder. Nein, die sind noch zu klein, die können sich rausziehen, aber weil ich muss schnell feiern, weil ich ja gleich wieder Sendung habe. Ne? Wenn ich rausziehe, die können nur den Advent. Lichter rein, stille Nacht, heilige Nacht, tschüss, ich bin weg. Ja. Ja. Und ich kenne auch viele, die haben auch den Wassereimer, haben den draufgeschüttet auf den Baum, hat auch wirklich den Brand verhindert, nur dann kam der schlimme Teppichboden hochgequollen oder Parkett. Durch das Wasser. Ach so, aber es ist besser, als wenn das ganze Stimmt. Haus abbrennt. Ja, weil es wird wirklich übel. Ja. Unser Hund hat mal früher einen Adventsbaum umgeschmissen, einen Weihnachtsbaum. Dran an irgendeinem Schokoladenkringel gezogen, draufgesprungen und dann ist der ganze Baum umgekippt und hat es auch gebrannt. So verwöhnt, dass er Schokolade frisst, Ihr Hund? Ja, alles, ja. Aber nicht der jetzige, das war ein früherer. Wir hatten ja immer Tiere, alles Mögliche, ja. Was haben Sie jetzt für einen? Jetzt haben wir immer noch unser Erstgeborenes, sagen wir, das erste Kind. Das ist eine ältere Dame schon, Effi mit Namen, Effi Biest aus dem Tierheim, 12 Jahre schon. Ich hätte sie eigentlich gern mitgebracht, aber in Anbetracht ihres doch höheren Alters und ihrer Herzschwäche wollte ich ihr dann doch die weite Reise nicht zumuten. Woher wissen Sie das mit meinem Herzen? Ja, nein, die Effi hat ein Herz. Ach so, die Effi? Ja. Wirklich? Ja. Ich wollte sie Ihnen auch nicht zumuten. Also ich dachte, sie tritt doch mit einer gewissen unerschrockenen Hässlichkeit auf. Freunde von mir haben sie schon als hochbeinige Ratte bezeichnet, was ich aber sehr unangemessen widerlich, finde. So über Tiere zu sprechen. Abscheulich, ja. Es dürfen auch nur ganz gute Freunde. Wirklich. Aber sie ist so eine starke Persönlichkeit, sie trägt das mit Gelassenheit. Was mache ich falsch? Ich meine, jeder Hund, der auf mich zurennt, ich habe Panik. Der Besitzer schreit immer, der will bloß spielen. Ja, und so. Meine Effi würde nicht spielen. Ist vielleicht. Nein, aber es ist so, dass Hunde natürlich eine ganz gute Menschenkenntnis haben. Hunde und kleine Kinder, sagt man ja, erkennen sofort, ob das gute Leute sind oder, und bei ihnen. Und die Hunde spüren wahrscheinlich, Ich glaube, was die Hunde spüren, dass ich mich verstelle.
Ja. Ja. Und der was, Hund spürt, dass, ich, dass das hier, du bist ein Süßer, nicht echt ist. Ja. Und sie mögen auch keine Ironie. Im Hunde mögen keine Ironie. Nein, nein, nein. Obwohl unser Hund sogar Humor hat. Der kann, sogar, kann sich sogar verstellen. Also es ist aber eine besondere Leistung. Also es kann, können sicher nicht alle Hunde gut ab. Machen Sie deswegen jetzt auch eine Tiersendung, weil Sie Tiere so, so mögen? Ja. Ja? Ja. Das muss man, glaube ich, oder? Das muss man, ja, finde ich schon. Also ich bin schon als Kind mit der Sammelbüchse rumgelaufen, habe für einen Tierschutzverein gesammelt. Und ja, wir hatten, wie gesagt, auch alles zu Hause, vom Aquarium über Vögel und so weiter. Hamster, für Goldfische und alles. Ja. Mag Ihr Mann Tiere? Katzen auch, Gott sei Dank. Ja, das war ja die Bedingung. Das war meine Ehebedingung. Ich habe gesagt, er muss meinen Namen annehmen und es muss ein Hund ins Haus, sofort. Als erstes. Hey! Er war mehr auf Katzen, aber wir haben uns dann geeinigt auf den Hund. Den Namen annehmen? Ja. Hat er gemacht? Er heißt jetzt Heinz Gerster? Hat, oder nein, Heinz, nein. Er hat es halb gemacht. Also eigentlich hat er mich ein bisschen reingelegt. Er hat erst in der ersten Verliebtheit hat er gesagt, mach ich, Namen sind Schall und Rauch. Was macht man mach da ich. Nicht alles? Genau. Mein Gott. Und 5000 Jahre Patriarchat. Ja. Also Hund und Namen annehmen. Ja. Er sagte, ist nur recht als billig, ihr habt jetzt jahrhundertelang unseren Namen getragen, also ich nehme deinen Namen an, alles kein Problem. Dann waren die Familien ausgesprochen zickig, selbst meine emanzipierte Mutter fand es unmöglich, dass ich dem Mann meinen hässlichen Namen aufoktroyiere. Und war also der Meinung, das ginge nicht. Und wenn schon, dann habe ich gesagt, na gut, dann mach halt einen Doppelnamen. Und er ist nun auch Journalist, hat natürlich meinen Namen dann immer unterschlagen. Heißt also Nürnberger Gerster, hat dann immer Gerster weggelassen, ist, was ich auch in Ordnung finde. Und letztes Jahr hat er ihn ganz abgelegt, stellen Sie sich vor. Es war die letzte Chance nach dem neuen Gesetz. Meinen Namen völlig. Er heißt jetzt Nürnberger? Er heißt jetzt nur noch mit seinem Jungsnamen Nürnberger, ja. Ich bin einer von denen, die keine Witze über Namen machen. Haben Sie, welchen Namen haben Sie außerdem? Nee, ich heiße Schmidt, aber Sie Nürnberg. Verehlicht? Nein, ich bin nicht verehrlicht. Aber ich dachte gerade, wenn Sie Lebkuchen hießen oder so. Ach so, ich dachte, Sie gingen nur. Ja, ja, ne, das wäre kein Problem, ja. Aber das mache ich nicht, sowas. Ja, nein, aber ich finde es in Ordnung. Wir sind beide Journalisten und ich finde eigentlich das neue Gesetz jetzt gut. Haben wir sicher auch dazu beigetragen mit Mona Lisa, dass das jetzt so geklappt hat. Jetzt mit Sicherheit. Kann jeder seinen Namen behalten. Ja, so richtig. Ich finde das ganz toll, wie Sie hier sitzen, wie Sie drauf sind. Sie haben ja ein Jahr hinter sich, das eigentlich sehr hart war, ja? Ja. Sie haben eine große Operation noch mal gehabt zu Beginn 95. Ja. Das ist alles gut verlaufen? Alles gut verlaufen, wunderbar. Nein, nein. Im Moment mache ich mir Sorgen, weil ich da und die Kontaktlinsen ins Waschbecken werfe. Sie haben doch auch mal Kontaktlinsen gehabt. Kennen Sie das? Am nächsten Morgen macht man den Behälter auf und ist nur noch eine Kontaktlinse drin. Aber nur, wenn man am Abend vorher nur eine reingegeben hat. Ja. Ja. Wirklich? Nein, die verschwinden. Haben Sie weiche oder harte? Weiche. Und auch die mit diesem Mittel, wo mit einem Mittel alles geregelt ist? Alles mit einem Aufwasch, ja. Und ich denke abends immer so, jetzt denke ich irgendwie, heute zittere ich ein bisschen, heute könnte ich es verlieren und bums ist sie weg. Wirklich? Ja. Mir hat einer gesagt, mit Kontaktlinsen sehe ich aus wie ein Maulwurf mit Blähungen. Ja. Das ist schön. Und seitdem tragen Sie wieder Brille. Nee, seitdem nehme ich es nur heimlich. Und können Sie es reingeben über dem Spiegel? So wie Wecker? Nicht. Oder, können Sie es so direkt reingeben? Das zieht es mir so rein. Können Sie es so reingeben? Ja? Ich kann, ja, so fast blind, ja. So, ja. Ich sauge die dann aber kurz ich an. Sie haben nie eine Brille getragen, oder? Doch, ich habe früher. Ich wollte eigentlich auch als Brillenträgerin Fernsehkarriere machen, aber das hat der WDR verhindert. Der hat mir dann zugeraten. Ich wäre Ilona Christen zuvorgekommen, ne? Aber das stimmt. Ja. Und Sie sehen doch bestimmt irgendwie so cool sehe aus mit Brille, oder? Aus mit so einen kalten noch Sex strahlen Sie dann aus. Ja, noch intellektueller, noch cooler. Ja. Was ist das für eine Brille? Dann eine randlose oder jetzt so ein Metallgestell? So eine ganz moderne, so eine ganz schmale Hornbrille. Sehr schick. Hätte ich mitbringen sollen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Die so ein bisschen abgestimmt ist auf dieses, auf die Bluse. Zu dem hätte sie hervorragend gepasst, ja. Das war vielleicht dumm von mir. Hätte ich vielleicht mal nein, aber das wusste ich nicht. Und man sieht es auch nicht. Manchmal sieht, bei Deneuve habe ich gesehen, wie die Linsen schwimmen. Ja? Ja. Nein, bei mir sitzen sie fest, ja. Und Sie jetzt nur noch mit Brille. Nein, ich wechsle es ab. Ach so. Sie brennen auch teilweise. Und es muss immer der blaue Punkt oben sein, sonst verschwimmt es. Und man macht dann immer hoch, um die Linse wieder in die richtige Position zu kriegen. Hat das was mit den Gästen zu tun? Nein. Ob sie Brille tragen oder nicht? Nee, aber es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich mit Brille auch irgendwie sicherer. Ja. Nicht? Ich fühle mich mit Kontaktlinsen sicherer inzwischen. Die Brille steht irgendwie so zwischen die einem, finden Sie das nicht? Stimmt, aber es schafft auch Sicherheit. Hey, jetzt sind wir schon sehr tief. Ja. Wir philosophieren auch. Ja. Sie haben ja Ihre Familie ist ja unglaublich politisch. Also, ja, da war Weihnachten auch noch viel unterhaltsamer. Das heißt, der Onkel, sind alle in Rheinland-Pfalz? Ja, Bruder und Onkel sind in Rheinland-Pfalz in zwei verschiedenen Parteien. Maßgeblich politisch aktiv. Der eine Gerster ist der Sozialexperte, der... Der eine, der ist mein Bruder, der ist Sozialminister in Rheinland-Pfalz, sozusagen an der Macht, während mein Onkel an die Macht will als Oppositionsführer, als CDU, ja, Oppositionsführer. Und wie sieht es dann zu Hause der aus? Der will der neue Scharping, hätte ich beinahe gesagt, der will den Kurt Beck ablösen. Kurt Beck?
Ja. Kennen Sie Scharping auch persönlich? Ich habe ihm einmal die Hand geschüttelt. Nee. Also eine halbe Stunde? Nee, Kurt Beck war das. Ja. Ja. Das war Kurt Beck? Ja. Ja. Kurt Beck lässt sich von seiner Frau die Haare schneiden. Haben Sie es gewusst? Ja, das mache ich bei meinen Kindern übrigens auch. Kann wirklich? Ich gut. Bei den Kindern? Sie fahren nach Mecklenburg-Vorpommern, hieß nee, es. Nee, bei Obi auf dem Parkplatz. Ach so. Ja, für 8 Mark schwarz. Ja. Übrigens, das Längere hat mir früher besser gefallen. Das freut mich sehr, dass Sie das sagen, weil ich höre ungefähr 87. Das sah wie aus? Sie sahen auch nicht so nett aus. Sie sind jetzt überhaupt so nett geworden, insgesamt, auch mit der Sendung. Manchmal erinnern Sie mich fast schon an Thomas Gottschalk irgendwie mit dem Platz. Aber kann das sein? Ich habe irgendwie... Sie mögen keine netten Männer, oder wie? Nein, sie sind zu gepflegt geworden. Nein, früher verströmten sie diesen Hauch Geruch? Gemeinheit. Ach so. Nicht Geruch, das war, so nah bin ich nie gekommen. Doch, einmal in einem Wohnwagen, das wissen Sie gar nicht mehr. Was? In Düsseldorf für WDR 3. Da mussten wir in so einem Wohnwagen auf der Kö warten, bis wir dran waren. Sie waren ein Star und ich war ein Arsch. Ja. Und was? Das weiß ich nicht ja, mehr. Und Sie mit diesem Dicken nicht. Von West 3, mit dem Sie immer... Hans-Peter Riehl. Hans-Peter Riehl. Mein erster Partner. Und Sie saßen, das weiß ich genau, so auf der Couch in diesem Wohnwagen und sagten, wer sind Sie? Ja, wirklich. Im Ernst? Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, hundertprozentig. Da waren Sie doch schon Kabarettist oder was? Berühmt. Nein, nicht berühmt, ich. Ich nur war Anfängerin. Ja. Ja, genau. Und Sie mögen, Ihr Mann entspricht dann eher dem Bild. Der oft, wenn man so Fotos sieht, der ist so ein bisschen muffelig, oder? So, ja, man guckt ja. So ein bisschen griescremig. So. Ja, das sieht so aus, ja. Aber ist er nicht? Er ist schon ein bisschen muffeliger. Es ist nicht einer von der ganz charmanten Sorte, das nicht. Also Sie mögen so ein bisschen mehr die Schmuddeltour? Ich mag ein bisschen das Gemeine, das hat mir schon gefallen. Man mag ja immer das, was man selbst nicht hat. Und da ich selbst wahnsinnig nett bin. Sie sind genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. In meinen Fantasien. Ja? Ja. Mag so ein bisschen das Gemeine und trägt heimlich Brille. Ja. Toll. Genau. Ja. Ja. Es geht in diesem Jahr weiter mit Mona Lisa, ja? Ja. Und mit ihrer Tiersendung. Achtung, lebende Tiere. Ich muss Achtung, es einmal sagen. Tiere. Ja, ist eine so sehr heißt gute das. Sendung. Viermal im Jahr ZDF, ja. Am 31. Januar wieder. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass Sie heute den weiten Weg von München hierher gemacht haben. Ja. Bleiben Sie gesund, das meine ich ganz ernst. Vielleicht lernen Sie ihn noch mal kennen. Elfie. Ja, ja irgendwo. Petra Gerster. Ja, ja? Vielen Dank, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. So, ich rufe noch mal den Kartenwunschinhaber an. Haben wir die Nummer noch mal da, mit die Karte mit der Nummer? Ah, die ist schon weggelegt. Macht doch nichts, ich habe doch hier in der Zeitung in der Reihe Mitarbeiter suchen. Da wähle ich doch mal die Null. Heimlich Brille tragen, das wusste ich. Und mehr so, ich wusste, als Schmuddeltype komme ich besser an. Das mache ich alles nur wegen diesen Werbekunden mit geschnittenen Haaren, Anzug und so. Ich hätte das Tier in mir. Ah, ich höre ein Amt. Hallo? Ich bin's. Das ist, glaube ich, wo ich da anrufe, ist, glaube ich, in Gododorf. Hey. Nobelwitz. Das ist aber sehr verdächtig. Das hat für mich was von Schattenmann, du. Gerade besetzt, jetzt keiner da. Harry, ruf schon mal die Telekom. Hallo, ich bin's. Früher war ich ein gelackter Moderator und einsam. Seit ich wieder zu mir stehe. Okay, ich dachte, Sie haben mich nicht erkannt, ja? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind hier in Sat 1 in unserem Festtags-Spezialprogramm. Und ich freue mich jetzt sehr, Ihnen das Gesicht 96 zum zweiten Mal präsentieren zu dürfen. Bitte begrüßen Sie unseren lieben Freund aus Berlin, Horst Ehrbauer. Horst! Super! Horst Ehrbauer! Super! Er ist so gigantisch, ich kenne ihn schon aus Psst und er kommt nachher nochmal und dann schneidet er eine Grimasse. Meine Damen und Herren,
Ja. Weißt du, Helmut, was für mich das Erste war bei unserer Silvesterparty? Das war, als ich mir heimlich die Brille aufgesetzt habe und plötzlich hat es geklingelt. Das war so wahnsinnig. Das ist eine geile Party, ey. Hör mal, ich hab gehört, Mireille Mathieu läuft hier irgendwo rum, hä? Hey, hör mal! Das war so schön. Jetzt, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen das Ergebnis unserer kleinen Modenschau vorstellen. Sie wissen es, Zuschauer präsentieren ihren eigenen Mantel. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier begrüßen darf. Das ist ja mein eigentlicher Job. Nachmittags um drei, so in Zelten und so. Schön, dass Sie hier sind. Es wird kalt. Kurz vorm Sterben noch eine Heizdecke, ja? Damit, das ist mittags. Davon lebe ich, ja? Jetzt, meine Damen und Herren, heißt es, Models, die Sie bisher nicht kannten, präsentieren ihre Mäntel. Bitte schön, wo sind Sie, meine Damen und Herren? Oh. Das sieht fantastisch aus. Eine Jacke für jedes Wetter. Trotzdem elegant. Einmal vielleicht drehen. Große Klasse. Der nächste bitte. Das ist Erwin Schenkenberg aus dem Atomkraftwerk in Hamm-Üntrop. Mit diesem Mantel macht der Gau Spaß. Auch die Schuhe, ganz toll. Einmal zeigen mit Lackkappen. Sehr schick. Und Frau Flick aus Porz. Eine Lederjacke auf Taille gearbeitet mit einem Fell. Sieht wunderbar aus, haben Sie ganz toll gemacht. Und als kleines Dankeschön einmal eine Kappe von uns, vielen Dank. Zweimal Dankeschön. Danke Ihnen, haben Sie ganz toll gemacht, vielen Dank. Tschüss. Sehr professionell, ja? Einfach rausgekommen und die Sache präsentiert. Haben wir denn schon die Besitzerin? Es ist mit Sicherheit ein Damenmantel. Des grauen Mantels eruiert. Fremdwort. Haben wir schon die Dame mit dem Filzkägelchen? Aber wir kriegen sie. Denn irgendwann muss sie an die Garderobe kommen. Sind Sie es? Nein, das war die Dame, die ja gerade mit dabei war. Irgendwann muss sie an die Garderobe kommen und... Vielleicht kann uns unser nächster Gast helfen, meine Damen und Herren, denn auch er, sehe ich, trägt Gemustertes. Ich sehe sein linkes Bein und ich bin gespannt, ob er heute ein rechtes hat. Denn als ich das letzte Mal sah, war es unterm Tisch, weil er hat gemütlich ein Glas Wein getrunken bei der Echo-Verleihung in Frankfurt. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Rockmusiker und er steht für eine Band, wo der Name Programm ist. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Campino! Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, mein Lieber? Ich bin scheiße drauf. Ehrlich? Ja, du wolltest doch die Wahrheit hören. Ja. Scheiße drauf? Warum ja. Silvester blöd gelaufen? Ah, Silvester war Horror. Immer noch, wer nicht, oder alle sind schlecht drauf, oder? Na, der Großteil der Leute hier ist eigentlich, oder? Sieht doch fröhlich ins neue Jahr. Ja. Was? Wie hast du Silvester gefeiert? Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, dass einer meiner guten Vorsätze 96 bereits im Arsch ist und das macht mich depressiv. Welcher Vorsatz war das? Ich wollte nie wieder in einer langweiligen Fernsehshow auftreten, habe ich mir. Und warum bist du trotzdem gekommen? Weil wir uns persönlich kennen und mögen, schätzen, weil wir Respekt haben vor dem Werk des anderen. Weil wir sagen, mir ist es zu laut, was diese sechs machen, aber ich bin Künstler. Ich bin gekommen, weil wir uns lieben. Ja. Ich bin eigentlich auch gekommen, um unsere Platte zu promoten, wie immer. Aber
weil jeder hier nur für Werbung hinkommt, jeder, der ein Buch geschrieben hat, jeder Pfurz kommt hier hin. Macht nur Werbung? Sage ich also nicht, wie die Platte heißt, ich sage auch nicht, wann sie kommt, ich sage nicht, was sie kommt, ich bin einfach nur hier, um zu nerven. Du kennst das ja. Ja. Der eine ist froh, dass er ein beheiztes Studio hat. Der andere, ihr steht ja immerhin in großen Stadien. Wie war das eigentlich, also zum Beispiel mit, ihr seid ja mit U2 zusammen auf Tournee gewesen. Ja. Ja? Gibt es da so einen Kontakt zwischen den Kapellen oder geht man sich aus dem Weg? Ja, Kapelle ist der legendäre deutsche Ausdruck für Band. Ja, es kommt ganz drauf an. Mit manchen Leuten möchte man reden, mit anderen weniger. Dann gibt es wiederum diese Bands, die man sprechen möchte, die einen aber selber gar nicht sehen wollen. Zum Beispiel? Also, welche? Also bei den Rolling Stones läuft es doch professioneller ab, da redet man nicht miteinander. Aber bei U2 war es ganz okay, das ging. Und Habt ihr die Stones mal kennengelernt? In der Tiefgarage habe ich die kennengelernt, ja. Ehrlich? Ja. Wie war das? Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich versuche dir zu folgen. Ja. Mick also, Jagger. Ich hatte keinen Parkplatz gefunden, wollte mir die Rolling Stones ansehen, habe sie mir angesehen. Hatte nur eine Chance, meinen Wagen abzustellen in irgendeiner Tiefgarage von einem Hotel. Alles andere war dicht. Und dann nach der Show, ich bin möglichst früh zurück zur Garage. Ach, die Geschichte ist scheiße. Ja? Komm, lass eine andere erzählen. Okay, scheiße. War aber eine Riesensache. Und Checker hat echt so reagiert. Ja, Wahnsinn. Lass nochmal neu ansetzen. Zu der Geschichte? Nee, irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Was mir gut gefällt, ist, viele sind am Jahresanfang schon so frustriert. Du bist da anders drauf, du hast dir die gute Laune rübergerettet, wie man so sagt, ins neue Jahr. Ja, ja gut, also ich tue, was ich kann. Ja, nee. Und seit wann bist du wieder blond? Du, ich bin immer schon blond gewesen. Ja, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da hattest du so braune Haare in Frankfurt. Das war Karneval oder was? Nee, es war Echo-Verleihung. Echo-Verleihung? Ja. Ja, stimmt. Wo du auf dem Tisch gestanden bist, als alle anderen in festlicher Stimmung waren, standst du auf dem Tisch und hast gegrölt und dich immer verneigt. Gegrölt ist Unsinn. Also ich habe nicht gegrölt. Nee? Nein. Was war das dann, was ich gehört habe? Du erinnerst dich an die Situation. Udo Jürgens. Plötzlich wurde... Wer war nochmal der Moderator? Du warst es nicht? Nein, Fritz Egner. Fritz Egner wurde plötzlich pathetisch und fing an, eine riesen Lobrede. Wir kommen zum Höhepunkt des Abends. Für sein Lebenswerk wird ausgezeichnet einer der bedeutenden Texter dieses Landes, der uns immer wieder schöne Stunden geschenkt hat. Und in dem Moment dachte ich, ich habe mich umgeschaut. Ich dachte, die Rede kann nur für mich gewesen sein. War sehr ergriffen und stellte mich spontan auf den Tisch, um Beifallsrufe entgegenzunehmen. Musste nachher feststellen. Es galt. Diese 2 Sekunden Verzögerung sind auch noch der Silvesterkater. Aber ich habe dann nachher festgestellt, der Dank galt nicht mir, sondern Udo Jürgens. Ich fand es zwar nicht komisch, aber was soll's. Trotzdem, das Fernsehen hat diesen Moment rausgeschnitten. Also eigentlich nicht der Höhepunkt. Soweit ich es mir geregelt habe, haben sie gar nicht drin gehabt. Also er wurde nicht, gezeigt. Das ist aber schön, dass du immerhin zu Hause dir dann die Verleihung noch angeguckt hast im Fernsehen. Ja, ich hatte erwartet, ich sehe diese grandiose Stelle, von der ich allen meinen Freunden erzählt habe. Und sie ist dann nicht gekommen, es war peinlich. Ein peinlicher Moment. Ja. Aber ihr habt knapp vor Pur gesiegt an dem Abend, ich kann mich genau erinnern. Ihr wart knapp vor Pur. War das in dieser Sackhüpfen-Kategorie? Nee, es war irgendwie die Kategorie erfolgreichste deutschsprachige Band des Jahres. Ja, jetzt erinnere ich mich. Das war, wo alle, du weißt ja, man darf sich dann immer den Präsentator auswählen, genau, der einen ankündigt und die Guten haben alle abgesagt. Und da hatte ich dich dann angerufen und du hast es gemacht. Weißt genau, ich brauchte Geld. Viel gab's nicht. Nee, gar nichts. Es gab nichts. Viel gab's nicht. Es gab nichts. Harald. Das. Halt, deine Sendung ist aber neuer, oder? Welche, die hier? Ja. Ja. Das ist auch ganz neues Mobiliar. Völlig neu. Es ist auch vor allem ein neues Konzept. Voll gepupst irgendwie. Das tut mir leid, aber es ist... Das gefällt dir nicht, das Mobiliar? Das ist, eigentlich wäre es schön, aber es riecht nicht gut. Also so ist das immer bei echtem Leder. Ehrlich? Mhm. Es ist echt. Dann solltet ihr euch Plastik anschaffen und das zwischendurch mal waschen, denn es ist irgendwie... Haben auch ein überwiegend bürgerliches Publikum, das mag solche Möbel. Und auch ich als Moderator sage, meine Gäste sollen in diesen Möbeln sitzen, weil ich zu Hause auch so eingerichtet bin. Hm. Ja, ehrlich? Ja. Du kommst ja aus Düsseldorf. Und dass ihr sozusagen fröhlich drauf seid und im Grunde eine sehr, sehr heitere Phase innerhalb der Band habt, das zeigt euer neues Video. Mal richtig was zum Mitschunkeln. Ein echter Schenkelklopfer. Ja, und da wollen wir rein. Hallo. Hm? Gefällt dir nicht?
Lieber Harald, ja. Ich bin zutiefst enttäuscht. Vom Video oder welchen Ausschnitt wir gezeigt haben? Ja, den Ausschnitt. Also vertraglich stand schon fest, dass es ungefähr dreimal so lang dauert. Und jetzt möchtest du noch spritzig witzige Antworten von mir haben. Ne? Überhaupt nicht. Ich wollte dich mit einem... Du wolltest mich rausschmeißen? Nein, ich wollte dich... Du wolltest mich beleidigen? Auch nicht. Was soll das? Ich wollte dich mit einem Satz aus dem Zeitfeuilleton konfrontieren. Willst du ihn hören? Eigentlich nicht mehr. Okay, ich sag ihn. An welchem Punkt der Verzweiflung sind Menschen angelangt, die solche Videos machen? Das war nicht auf eure Video gemünzt, das bezog sich mal auf eine Theateraufführung. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen. Das ist düster. Ich habe nicht gewusst, dass die Fragen hier so schlecht sind. Ja, und schlicht und einfach ist uns das Geld ausgegangen. Wir mussten schwarz-weiß drehen. Ja. Klar, wir haben eine Maske gehabt, die es mit dem Puder übertrieben hat. Das war es auch schon. Da ist nichts groß zu erklären. Aber das ist doch, meine Generation kann doch mit derartigen Bildern überhaupt nichts mehr anfangen, ja, lieber Campino. Aber es ist doch nicht für deine Generation. Wir wollen Käufer, die wirklich potent sind. Ja? Wir wollen doch nicht irgendwie so einen schlaffen Scheiß. Nichts bleibt für die Ewigkeit. So heißt die CD, die nur, du nicht nennen wolltest. Ich mach's für dich. Und ihr seid unglaublich erfolgreich. Ach ja. Und dann vor allem in Südamerika. Wenn wir so erfolgreich wären, dann hättest du auch die vertraglich zugesicherte Minute gesendet und nicht nur diesen Pillemann-Refrain. Da kann sich ja kein Mensch eine Vorstellung machen. Pillemann-Refrain. Ich dulde das nicht, ja, dass man hier angekündigt wird als der große Künstler. Es ist eine B-Sendung, es ist ein B-Typ gekommen. Ich wäre auch gern, ja, in einer besseren Show. Ich wäre auch gern Hallo Gottschalk, lieber samstagsabends bei einer Quote. Stattdessen diese... Eine B-Sendung, ein B-Typ, dann geh doch zu B-Trifft. Ja, bei B-Trifft war ich schon. Ehrlich? Natürlich. Du bist ja überall hin. Da warst du auch schon. Du gehst ja überall hin. Ich mach alles. Echt? Ja. Sag mir noch eins. Aber bei B trifft, da spielt man den ganzen Refrain und nicht nur diesen Ausschnitt. Ja, weil sonst ist fair. Wir spielen ja das Ganze, wenn ihr mit der Band kommt, am zum Plattenstart. Am Schluss, wenn wir mit der Band kommen. Ja. Ah, stimmt ja. Könnt ihr das überhaupt live spielen, was man da gesehen hat? Nein, aber das fällt sowieso nicht auf. Bei dieser Band sind alle Leute froh, wenn wir irgendwas spielen, egal was. Oh, das kann ich nicht auf euch sitzen lassen. Nein. Wieso? Das geht gegen die Band und da hast du das Publikum nicht auf deiner Seite. Was heißt, ich habe das Publikum nicht auf meiner Seite? Ich habe gelesen, das ist eine ABM-Maßnahme. Ich finde das auch ganz dankenswert. Das ist prima. Oh. Jetzt wird's eng. Jetzt lässt der Beifall nach. Das schockiert mich überhaupt nicht. Mir ist es scheißegal. Ich wach jetzt erst auf. Ja, ich merke das. Und ich muss sagen, du siehst mich sprachlos. Das passiert mir selten, dass jemand kommt, der seine natürliche Wut so bewahrt hat. Viele machen nur sowas auf Knopfdruck. Harald, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, du hast auch nachgelassen. Ja? Hier diese Krawatte, diese lächerliche. Ja. Nur weil du die geschenkt bekommen hast. Also musst du sie anziehen. Nee, mir gefällt sie auch. Das wäre früher so nicht gewesen. Wann früher? Damals, als du noch 12 warst. Da warst du noch gut. Campino, ja? Dieser Abend endet nachdenklich. Beantworte mir die Frage, warum ihr in Südamerika so gut ankommt. Ach ja, das war die Frage, die ich dir gesagt habe, die du mir stellen genau solltest. Weil diese Leute auf attraktive Blondinen stehen, ja? Und weil es einfach ein sehr emotionales Volk ist und da zählen diese Begriffe Ehrlichkeit und die Jungs von nebenan, das hat da noch seinen Wert und deshalb sind die alle begeistert und es kommen regelmäßig über 50 Zahlende, immer ganz toll. In großen Stadien spielt ihr da? Manchmal. Ja. Ja. Und jetzt sagen wir noch was ehrlich, Campino, weil das neue Jahr ist gerade angefangen. Hm? Ja, in Wirklichkeit bist du doch ganz anders, oder? In Wirklichkeit bin ich der private Biedermann, so wie du. Eigentlich müsste ich aussehen wie du. Ja. Aber mein Management hat mir befohlen, hier den wilden Macker zu machen. Ja. Ja, und es hat ja funktioniert. Weißt du, nichts bleibt für die Ewigkeit. Campino. Harald. Ja. Ein Riesengespräch. Ich werde drüber nachdenken, über diese weisen, besinnlichen Worte, die du mir mitgegeben hast. Absolut. Ja. Es gibt ja dann doch immer wieder Schlüsselstellen. Und ja, heute, das war wieder so ein Tag, das wird ein Wendepunkt sein. Ich werde mich bessern. Ja. Das brauchst du nicht. Bleib, wie du bist. Ehrlich, meinst du? Bleib du selber, das ist das Wichtigste in dem Job. Genug geschüttelt jetzt, Presse, alles klar. Ja. Wir sehen uns. Ich hoffe, dass die Show dann noch diesen Namen tragen wird. Man weiß ja nie. Ja? Ja. Morgen Abend sind unsere Gäste Peter Kern und Gundis Sambo.
freue mich sehr, dass er da war. Der Campino ist ein lieber Bub, lass ihn nicht täuschen. Super, super Typ. Und zum Abschied noch einmal das Gesicht des Jahres 96, Horst Ehrbauer. Ich danke dir, mein Lieber. Oh. Und ganz wichtig, meine Damen und Herren, morgen Abend, 23 Uhr, das hätte ich fast vergessen, Horst Ehrbauer, vielen Dank, die Mönche des Shaolin. Sehr nachdenklich, sehr akrobatisch. Morgen Abend, 23 Uhr. Bis dann, gute Nacht. Tschüss.